Seine Musik zu den Menschen bringen möchte der Nürnberger Liedermacher Erik Stenzel. Er veröffentlicht Ende Oktober sein neues Album Aufgaben und Taten. Mit der Musik ist er aber schon seit letztem Jahr unterwegs, unter anderem auch mit dem Fahrrad. Ich habe Erik zu Hause besucht und ihn gefragt, was ihn eigentlich bewegt mit seiner Musik. Euch gehört die Gegenwart, uns gehört die Zukunft. Deren Lebensqualität jeden Tag ein bisschen mehr schrumpft. Ich bin Erik Stenzel. Ich bin ein Liedermacher aus Nürnberg und mache Lieder über das, was mich sehr stark bewegt. Und das ist vor allem die Klimakrise. Das ist die soziale Ungerechtigkeit auf dieser ganzen Welt und auch so ein bisschen die Systemkritik am Kapitalismus. Und ich möchte das nicht nur für mich irgendwie zum Ausdruck bringen, sondern ich möchte auch nach außen wirken und bin deshalb auch viel unterwegs, spiele einige Auftritte und unter anderem auch versuche ich CO2-frei zu touren, und zwar mit dem Fahrrad, und durfte dieses Jahr schon einen ganzen Monat zur Europawahl einmal von Nürnberg nach Greifswald fahren und zurück und dort ganz viele Auftritte zu spielen. Tief im Meer lebt ein Fischschwarm, der dreht sich immer nur im Kreis. Folge stets dem Vorderfisch, halt das Tempo deines Nachbarn, ist das Einzige, das jeder Fisch hier weiß. Doch gestern Nacht hat sich einer davon gemacht, all sein Mut zusammengenommen und ist bis zum Horizont gekommen. Die anderen haben es gar nicht mitbekommen, sind einfach hinterher geschwommen. Und plötzlich war der Schwarm wieder frei. Oh, oh. Ich habe 2020 mein Debütalbum veröffentlicht und seitdem viel klimaaktivistische Dinge getan, mich viel mit der Welt beschäftigt, war eben auch viel unterwegs, und all diese neuen Eindrücke, die neuen Erkenntnisse habe ich jetzt in ein zweites Album gegossen. Das heißt Aufgaben und Taten, erscheint Ende Oktober im Label von Konstantin Wecker, das heißt Sturm und Klang, das Label, freut mich sehr und hat ein bisschen mehr Geschichten, die es erzählt, mehr Raum auch für Interpretation für die HörerInnen, ist auch zum Teil mit einer Band aufgenommen, also ist musikalisch noch mal ein bisschen stärker, größer, und würde ich schon sagen, beschreibt so meine Reise, auch so meine innere Haltung in den letzten 4 Jahren. Das Meer ist es im Wandel, nicht mal ein Seestern mehr hier stehen. Und am 31.10. gibt es dazu ein großes Release-Konzert im Mutz Club in Nürnberg. Da freue ich mich schon richtig drauf, denn das gibt als quasi Weltpremiere diesmal eine Band, die mit mir live spielt. Es gibt eine tolle Supportband, die Trash-Perle. Und ich freue mich einfach sehr, diese neuen 10 Lieder, die es gibt, einfach in die Welt zu geben und zu schauen, wo gibt es Resonanz mit den Menschen, wo kann ich was bewirken damit und dann nächstes Jahr ganz viel damit rumzutouren. Wenn ihr Lust auf die Trash-Perle und Erik Stenzel mit Band habt, dann holt euch Tickets für den 31.10. im Mutz Club in Nürnberg.